Hallo vom inklusiven Medienteam und willkommen bei Politik erklärt. Im September sind Bundestagswahlen. Circa 60 Millionen Wahlberechtigte geben dann ihre Stimme ab. Der Wahlkampf nimmt Fahrt auf und wir machen damit. Wir unterhalten uns mit Politikerinnen und Politikern. Heute reden wir mit Katrin Göring-Eckardt. Sie gehört zu der Partei Die Grünen. Sie ist die Vorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion. Liebe Frau Göring-Eckardt, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute für uns Zeit genommen haben. Bitte stellen Sie sich den Zuschauern doch einmal bitte vor. Ja, guten Tag an alle, die hier zusehen. Noch einmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir miteinander ins Gespräch kommen. Und das ist jetzt keine Floskel, sondern als ich in den Bundestag gekommen bin, das gehört zur Vorstellung ja dazu, das war 1998, war ich zuständig für das, was man damals noch Behindertenpolitik nannte. Und war auch mit Menschen mit Handicap gemeinsam Autorin des ersten Antidiskriminierungsgesetzes. Und von daher ist es etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Ich bin in Thüringen geboren und aufgewachsen. Da bin ich jetzt auch gerade, weil ich hier im Wahlkampf schon unterwegs bin. Und genau, freue mich sehr, wenn wir jetzt miteinander sprechen können. Meine erste Frage, was habe ich davon, wenn ich als beeinträchtigter Mensch Sie und Ihre Partei wähle? Das wollen wir für Menschen mit Behinderung tun. Also erstmal, alles soll barrierefrei werden. Es gibt einen inklusiven Arbeitsmarkt und das Bundesteilhabegesetz wird besser. Menschen mit Behinderungen bekommen mehr Geld. Entweder wenn sie in einer Werkstatt arbeiten, mehr Lohn, oder wenn sie nicht arbeiten können, dann mehr Grundsicherung vom Amt. Und natürlich gibt es viele andere Gründe, die Grünen zu wählen, Bündnis 90 die Grünen zu wählen. Da geht es vor allen Dingen um den Klimaschutz, aber darüber reden wir vielleicht noch später. Genau. Im grünen Wahlprogramm steht, dass Sie da eine Inklusion, inklusiven Arbeitsmarkt schaffen wollen. Was haben die Grünen da konkret vor? Wir wollen, dass alle Menschen einen Arbeitsplatz finden können. Wir wollen, dass alle Menschen das machen, was sie gut können. Das, was ihnen Spaß macht. Die Menschen arbeiten da, wo sie wollen, auch Menschen mit Behinderung. Menschen mit Behinderung bekommen Unterstützung beim Arbeiten. Und sie bekommen die Unterstützung, die sie brauchen. Dazu gehört, dass Firmen ihre Arbeitsplätze ändern, damit Menschen mit Behinderungen dort arbeiten können und nicht einfach nur bezahlen, damit dort niemand arbeitet. Ja. Ich arbeite ja auch in einer Werkstatt. Ich bin ja auch hier einmal die Woche. Also ich werde unterstützt und werde auch gut bezahlt. So, aber Ist leider nicht überall so. Ja, leider ist es leider noch nicht so überall, aber das wollen Sie ja ändern. Im grünen Programm steht auch, man wolle heute aus dem heutigen Werkstattsystem ein System von Inklusionsunternehmen machen. Was kann ich mich darunter vorstellen? Wir wollen, dass die Menschen zusammenarbeiten und dass aus den Werkstätten Inklusionsfirmen werden. Das heißt, dass Menschen mit Behinderung und Menschen ohne Behinderung zusammenarbeiten. Alle machen, was sie können und darum finden wir Inklusionsfirmen gut. Es gibt ja schon welche und sie sind aus meiner Sicht jedenfalls ein Erfolg. Das heißt dann auch, alle bekommen Lohn und der Lohn ist dann auch so hoch wie in anderen Firmen. Menschen mit Behinderung kriegen Unterstützung und Inklusionsfirmen kriegen dafür, dass sie das tun, Geld vom Staat. Damit sie das bezahlen können. Damit sie das bezahlen können, genau. Im Programm steht außerdem, dass Sie das Bundesteilhabegesetz
weiter entwickeln wollen. Was haben Sie da vor? Alle Menschen mit Behinderungen sollen die Unterstützung bekommen, die sie tatsächlich brauchen. Und sie sollen sich selbst aussuchen können, welche Unterstützung sie bekommen und vor allen Dingen, wer sie unterstützt, wo sie Unterstützung bekommen. Das wollen wir außerdem im Bundesteilhabegesetz. Menschen mit Behinderung sollen nichts bezahlen müssen, damit sie die Unterstützung bekommen. Erst seit 2019 dürfen behinderte Menschen in allen Angelegenheiten, die eine Betreuung haben, wählen. Sie sind jetzt Erstwähler. Was machen die Grünen, um gerade die zu überzeugen? Wir werden insbesondere jungen Menschen den Erstwähler... Bitte? Entschuldigung, zu erreichen, wollte ich gerade sagen. Genau. Wir werden den Jungen, den Erstwählerinnen und Erstwählern allen einen Brief schicken. Aber in dem Brief steht jetzt nicht, was tatsächlich zu wählen ist, sondern dort stellen wir uns vor und bitten um die Stimme und wir erklären, was wir wollen. Wir finden sehr wichtig, dass viele Menschen wählen gehen, auch Menschen, die in allen Angelegenheiten eine Betreuung haben. Dafür haben wir sehr lange gekämpft und wir haben vor der letzten Europawahl beim Bundesverfassungsgericht sogar eine Klage eingereicht, damit Menschen mit Betreuung in allen Angelegenheiten auch wählen dürfen. Damit die auch ein Recht haben zu wählen. Damit sie auch ein Recht haben zu wählen und damit sie auch ihre eigenen Angelegenheiten vertreten können. Ja. Und was wir auch machen, ist, dass wir unser Wahlprogramm in leichte Sprache übersetzen. Ich versuche zum Beispiel heute in leichter Sprache zu sprechen, soweit mir das gelingt, aber ich bin natürlich keine Übersetzerin und hoffe, dass es trotzdem gelingt. Nun zur Umweltpolitik. Die ist ja für die Grünen super wichtig. Sind die Klimaziele der Grünen überhaupt realistisch und mit der Einstellung vieler Leuten vereinbar? Denn viele sind ja für Klimaschutz, aber nicht bereit, Kompromisse einzugehen. Ich denke da an Menschen, die zwar den Müll trennen, aber dann einen dicken SUV fahren oder viel fliegen. Wie wollen Sie die überzeugen? Das ist eine wichtige und das ist auch eine schwierige Frage. Aber wir haben darüber viel nachgedacht. Ja. Wir machen unsere Klimapolitik so, dass wir die Ziele, die alle Länder vor ein paar Jahren miteinander ausgemacht haben in der Stadt Paris, auch umsetzen können, weil es ja vor allen Dingen darum geht, dass wir selbst, aber auch unsere Kinder und Enkelkinder gut leben können. Wir erleben ja gerade jetzt sehr viele Überschwemmungen, riesige Regenfälle, Häuser stürzen ein, Menschen verlieren ihr Zuhause, manche sterben sogar. Wir reden deswegen mit vielen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, aber auch Leuten aus der Wirtschaft und aus den Gewerkschaften, aus den Sozialverbänden. Viele haben gute Ideen, wie Klimaschutz so gemacht werden kann, dass auch ärmere Menschen keine Probleme bekommen. Und die sind mir wichtiger als diejenigen, die mit einem SUV, also mit einem extrem großen, extrem schweren Auto meinen, so um die Ecke zum Einkaufen fahren zu müssen. Und deswegen haben wir gesagt, ja, wir wollen viele Dinge ändern. Wir wollen zum Beispiel, dass der Strom aus Windrädern kommt. Wir wollen zum Beispiel Autos mit einer Batterie. Wir wollen viel mehr Busse, viel mehr Züge, die dann übrigens auch so sind, dass man auch mit dem Rolli dort problemlos einsteigen kann, auch die Bahnhöfe so sind, dass man nicht irgendwie durch drei Instanzen da reinfahren muss. Genau, da kann sich noch sehr viel ändern. Was wir einkaufen, muss gut fürs Klima sein. Wir finden, das muss vor allen Dingen die Politik und die Firmen machen. Und dann ist es einfacher, wenn Menschen klimafreundlich handeln. Aber erstmal muss das System geändert werden und wir wollen, dass Menschen, die arm sind, auch tatsächlich einen Ausgleich bekommen. Sie sollen am Ende mit dem Klimaschutz mehr Geld im Portemonnaie haben.
Ja, viele reden ja immer nur über die Person Annalena Baerbock. Wir auch. Ihre Kanzlerkandidatin musste neben Einkünfte nachmelden, ihren Lebenslauf korrigieren und hat viel für ihren Buch bei anderen abgeschrieben. Was hat sie davon am meisten überrascht? Ich kenne Annalena Baerbock gut und ich weiß, dass sie nicht in dem Sinn abgeschrieben hat, sondern sie hat mit vielen Menschen gesprochen und hat sich Dinge gemerkt, die sie dann wieder aufgeschrieben hat in ihrem Buch. Und sie sagt jetzt zu Recht, ich muss jetzt auch aufschreiben, von wem diese Zitate stammen und nicht sie einfach nur wiedergeben. Und gleichzeitig ist es ja so, natürlich wählen wir alle Personen, aber wir wählen vor allen Dingen eine Partei mit einem Programm. Und in allen Bundesländern stehen einzelne Personen auf dem Wahlzettel. Und Annalena Baerbock ist die beste Kanzlerkandidatin, die ich mir für Bündnis 90 Die Grünen vorstellen kann, weil sie sich wahnsinnig dafür anstrengt, dass die Veränderungen, die wir brauchen für den Klimaschutz, eben auch für alle Leute machbar sind. Aber die Listen, die gewählt werden, da gibt es ja immer zwei Stimmen. Eine Erststimme für die Person, eine Zweitstimme für die Partei. Zum Beispiel in Trier steht für die Erststimme für Bündnis 90 Die Grünen Corinna Rüffer auf dem Wahlzettel. Eine Frau, die ich sehr mag, mit der ich sehr viel eng zusammenarbeite, gerade wenn es um die Belange von Menschen mit Behinderung geht. Annalena Baerbock steht auf dem Wahlzettel in Potsdam. Aber natürlich ist sie unsere gemeinsame Kandidatin. Und ich kann nur sagen, ich vertraue ihr und traue ihr zu, dass sie das gut machen wird. Ja, hoffen wir mal, dass derjenige der Bessere gewinnt, oder irgendwie. Es ist ja noch lange Luft bis dahin. Corona ist eine ganz große Herausforderung. Corona hat vielen Kosten verursacht. Kann man überhaupt dann noch eine sozialerische Politik versprechen, wenn das Geld knapp wird? Ich wünsche mir ja eine sozialere Politik. Ja, ich finde ja, es ist Geld da für eine sozialere Politik. Wir haben das ja in den letzten Monaten gesehen, wofür Geld da ist. Wir können uns ja aussuchen, wofür wir das Geld ausgeben. Und der Staat kann sich auch Geld leihen. Das macht er immer wieder. Andere Menschen leihen ja auch Geld, zum Beispiel um eine Wohnung zu kaufen. Corona hat viel Geld gekostet, das stimmt. Wir Grüne sagen, es war richtig, dass wir in der Corona-Krise den Menschen und der Wirtschaft geholfen haben. Wir finden aber auch, der Staat darf nach der Krise nicht aufhören, wichtige Dinge zu bezahlen. Viele Wissenschaftler, die sich mit Wirtschaft auskennen, sagen, wenn der Staat sich Geld leiht, das in Klimaschutz, in Bildungen oder Wohnungen ausgibt, dann hilft es allen. Das hilft den Menschen und der Wirtschaft und dann wächst die Wirtschaft wieder und dann bekommt der Staat wieder mehr Steuern und kann sich dann wieder mehr leisten und auch seine Schulden zurückzahlen. Ich finde, die Krise hat aber vor allen Dingen gezeigt, dass Menschen mit wenig Geld mehr Unterstützung brauchen. Deswegen müssen wir in der Gesellschaft alle zusammenhalten und deswegen bin ich auch für eine sozialere Politik, für Kinder, für Menschen, die vom Amt Geld bekommen. Da muss einfach mehr drin sein in einem ja doch so reichen Land, wie wir es sind. Ich habe gelesen, dass viele Grünen Wähler gerne mit der SPD oder mit der Linken eine Koalition machen wollen und nicht mit der CDU oder der FDP. Wie sehen Sie das? Naja, bei vielen Themen sind wir Grüne ja nah bei der SPD oder auch bei der Linken. Bei mir in meinem Land, in Thüringen, arbeiten wir auch in der Regierung mit der Linken und mit der SPD zusammen. Und das gilt vor allen Dingen für soziale Themen, dass arbeitslose Menschen bessere Unterstützung bekommen zum Beispiel. Wir Grüne und die SPD wollen, dass Menschen selber entscheiden können, ob sie mit dem Computer zu Hause arbeiten wollen oder in die Firma gehen. Wir wollen mehr günstige Wohnungen,
Aber wir Grüne wollen sehr viel mehr Klimaschutz als die SPD und wir wollen in der Außenpolitik Dinge anders machen. Und auch bei anderen Dingen haben wir Grüne andere Ideen. Und deswegen finden wir bei der Bundestagswahl, machen wir Werbung für die Grünen und nicht Werbung für die Grünen und jemand anderen. Das werden die anderen auch so machen. Und dann hoffen wir, dass viele bei der Wahl mitmachen. Und dann entscheiden nicht wir, welche Koalition wir gerne hätten, sondern die Bürgerinnen und Bürger, also diejenigen, die wählen, entscheiden darüber, welche Möglichkeiten der Zusammenarbeit es nach der Wahl gibt. Also erst wählen und dann gucken, mit und wem dann, kann man möglichst da, viel durchsetzen. Ja, und dann muss die Politik dann gucken, mit wie kann man da zusammenarbeiten. Ich hatte jetzt neulich mit einem Freund eine Diskussion über die Grünen. Mein Kumpel sagt, dass die Grünen Spießer geworden sind. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen gemein, aber ist da was dran? Ich muss da immer lustig lachen, weil die einen sagen, wir sind Spießer, ja, weil wir Messer und Gabel essen können. Die anderen sagen, wir sind zu radikal. Weiß ich nicht. Irgendwie denke ich dann, vielleicht sind wir auch genau richtig. Das zeigt, wie unterschiedlich die Menschen sind, wie unterschiedlich wir sind und wie viele unterschiedliche Menschen in der Gesellschaft zusammenarbeiten. Aber eins stimmt, die Gesellschaft hat sich geändert und wir Grüne haben uns auch geändert. Als die Grünen angefangen haben, Politik zu machen, ja, da haben wir auf der Straße gefährlichen Müll aus Atomkraftwerken gestoppt. Heute gehen viele Grüne immer noch auf Demos, aber viele andere Grüne sind Experten geworden für Verkehr, für Strom, für Krankenhäuser. Aber manche Leute, die Grüne wählen, arbeiten heute als Beamte oder als Lehrerin oder als Autobauer oder auch in einer Bank. Manche Leute finden das langweilig und spießig. Ich finde es immer gut, wenn immer mehr Menschen denken, dass Klimapolitik und soziale Politik total wichtig sind. Und deswegen freue ich mich darüber, dass auch Leute, die andere vielleicht als Spießer bezeichnen, bei den Grünen mitmachen. Und zum Schluss habe ich eine persönliche Frage. Ich habe im Internet gelesen, dass Sie mal eine Theologiestudium angefangen hatten. Warum? Es ist eigentlich eine lange Geschichte. Ich versuche, sie kurz zu erzählen. Ich bin ja in der DDR aufgewachsen, also in einer Diktatur. Da konnte nicht jede werden, was sie will. Ich wollte eigentlich Lehrerin werden, aber dafür habe ich dem Staat zu oft widersprochen. Und deswegen habe ich dann Theologie studiert und habe gesagt, gut, dann werde ich eben Pfarrerin, das durfte ich. Und habe gedacht, wenn ich Pfarrerin bin, kann ich auch so ein bisschen Lehrerin sein. Und außerdem glaube ich an Gott und ich glaube vor allen Dingen daran, dass sowas wie Nächstenliebe uns als Menschen ausmacht und ausmachen soll. Und deswegen kommt das in meiner Politik auch oft vor. Ja, liebe Frau mir jedenfalls. Katrin, dann vielen herzlichen Dank, das Medienteam im Namen von meinem Team. Ganz großen lieben Dank und ganz vielen Dank, dass Sie sich jetzt für uns hier Zeit genommen haben. Das Interview, mein Kollege wird sich, also wir freuen uns. Vielleicht werden wir uns ja mal persönlich kennenlernen, wenn der ganze Scheiß mal vorbei ist. Genau, ich würde mich darüber auch freuen. Ich meine, jetzt haben wir uns schon ein bisschen persönlich kennengelernt, weil wir haben uns immerhin gesehen und irgendwann tun wir das vielleicht auch so direkt. Vielleicht kann man sich dann sogar wieder richtig die Hand geben. Genau. Alles Gute jedenfalls nach Trier, eine wahnsinnig schöne Stadt, die ihr da habt. Ja, liebe Zuschauer, das war jetzt von unserer Reihe Politik erklärt. Das Medienteam verabschiedet sich, aber bei den nächsten Interview in der nächsten Reihe von Politik,
Das war's vom inklusiven Medienteam. Tschüss und vielen Dank. Ha ha!